Moin Moin! Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Spyro A New Beginning. Wir kämpfen gerade gegen den großen Steingolem hier. Und das große Problem ist, dass wir gleich keine Energie mehr haben. Beziehungsweise also keine Fernkampfenergie. Und ich muss jetzt irgendwie versuchen, ihn auszutricksen. Ich versuch's jetzt mal. Genau, ich lasse ihn ausholen. Weg, geh weg, 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 weg. Ich lasse ihn mit seiner Hand ausholen und dann kloppe ich auf ihn ein. Das ist jetzt so mein Plan. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Idee. So, im Prinzip ist der sogar leichter zu handeln, denke ich, als der Eiskönig. Wie ist der Eiskönig? Ja. Oh fuck, er macht noch andere Sachen. Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht sogar seine Beine wegkrachen kann. Aber man kann die so ganz gut austricksen, muss ich sagen. Weg! Ich wollte eigentlich wegrennen. Dritte Phase, Leute. Dritte Phase ist schon im Gange. Also, wenn jetzt nicht mehr allzu viel passiert, dann muss ich sagen, ist er tatsächlich einfacher zu besiegen als unser guter Freund, der Steinkönig, Eiskönig. Aber der ist machbar tatsächlich. Immer schön gegen die Füße. Kann natürlich sein, dass es woanders noch mehr abzieht, aber ich meine, so kommen wir ganz gut damit klar. Hi. Oh fuck. Er hat gar nicht seine Attacke, seine Arme ausgefahren. Das hatte ich. Oh fuck. Lieber jetzt nicht. So, komm her. Komm, schlag mal zu. Perfekt. Jetzt kann ich wieder draufkloppen. Sehr gut. Ja, da war er schon wieder soweit. Okay. Komm her. Immer schön an ihm vorbei. Er schlägt zu. Und schlag ich zu. So, einmal noch, dann haben wir ihn ja schon. Das wäre echt mal richtig. Das wäre aber ein angenehmer Boss, muss ich sagen. Ja, gut, ich habe mich einfach doof angestellt beim ersten Mal, weil ich halt nicht wusste, dass ich Feuer schießen kann. Perfekt. Ich glaube, wir haben ihn. Na? Erledigt. Ihr habt den Schreingott besänftigt. Alles ist im Gleichgewicht. Die Jahreszeiten, das Land, unsere Welt. Die Atlavas wollen euch jetzt anbeten. Anbeten? Okay, das gefällt mir schon besser. Ich habe nie den verdienten Respekt bekommen. Das Lob, das mir zusteht. Das ist nett, Kane. Aber wir müssen nach Hause zurück und herausfinden, wie Cinder zu stoppen ist. Liebe Atlavas, ich, der mächtige Sparks, Geißel der Despoten. Ja, ja, alter Junge, wir würden wirklich gern hierbleiben als Teil eurer primitiven Naturgesellschaft, aber die Pflicht ruft, die Pflicht ruft. Wenn ihr müsst, dann geht. Aber wisset, dass ihr jetzt ein Teil des Atlava-Stammes seid. Ich bin der mächtige Sparks, was auch immer. Übrigens, ihr hattet recht. Womit? Vielleicht sind zwei Köpfe besser als einer. Auch wenn der eine einer nervigen Mücke gehört. Mücke, ich? Heißt das? Oh. Atlava. Die so eine Anspielung an Alpaka, glaube ich. Ne? Die haben so eine Art Alpaka-Aussehen, finde ich. Ich könnte die nicht so wirklich deuten. So eine Mischung aus Bergziege und Alpaka sehen. So irgendwie sehen die so aus. Okay, dann dürfen wir jetzt wahrscheinlich die dritte Prüfung für die Wasserfähigkeit praktisch erlernen. Ja, ja, Voltaire, ich sehe schon, die Monate der Gefangenschaft konnten deine elektrische Zunge nicht im Entferntesten verlangsamen. Das ist ja alles so aufregend, animierend, attackierend, ambitionierend. So, nimm doch mal jemand dem Typen den Thesaurus weg. Seid bitte, bitte alle mal still! Es ist zwar ermutigend, dass Spyro zwei von euch befreien und ein Wiedersehen ermöglichen konnte, aber haben wir da nicht wen vergessen? Ja, ja, natürlich. Terrador. Genau. Wie machen wir also weiter? Ich glaube, ich kann helfen, Ignitus.
Also, junger Freund, da du in Hochkap einiges über Eis gelernt hast, schlage ich vor, du begibst dich in den Trainingsraum, damit du noch mehr von mir lernst. Das Erbe der großen Eisdrachen von einst, meiner Ahnen, die vom Besten der Besten dieser etwas heruntergekommenen Linie abstammen, ist lang und berühmt. Mit meiner Hilfe kann Terrador sicherlich gerettet werden. Deine Affektiertheit, Arroganz und Anmaßung sind äußerst antagonierend. Wollen wir? Ich finde das so geil. Es ist auch Humor dabei auf jeden Fall. Ich finde das ziemlich cool. Ja, dann machen wir eine Trainingseinheit. Ich habe mir schon gedacht, dass sowas jetzt kommt. Okay, jetzt darf ich erstmal die Figur wieder runterfahren von Cinder. Kommt ihr bitte nach. Dass ihr so lange braucht, ne? Ich bin schon längst da. Da heißt es wieder, Spyro, komm hierher. Wobei ich... Spyro, komm her. Ja, ich bin schon längst da. Andere Seite. Achso. Ich komme dahin. So. Feuer und Elektrizität sind recht nette Spielereien. Aber nun wirst du die Geheimnisse des Eises erlernen. Eine Macht würdig der Besten. Ja, wenn du das sagst. Er wird wahrscheinlich dieser gleiche Ablauf wieder sein. Der längste Ablauf war tatsächlich das mit dem Feuer. Und Strom war recht kurz. Ich denke mal, dass das Wasser oder das Eis in dem Fall jetzt auch nicht so extrem sein wird. Drück und halte Quadrat gedrückt, um die angreifenden Attrappen mit deinem Eisstrom einzufrieren. Greife sie im Nahkampf an, sobald sie eingefroren sind. Das hört sich relativ simpel an. Anfängerglück, denke ich. Das war recht simpel. Komm hierher. Ich stehe vor dir. Verfolge die Attrappen. Drück halt der Quadrat gedrückt einzufrieren, sobald sie eingefroren sind. Besiege alle Attrappen. Okay, das ist. Ja. Das Geräusch ist ziemlich geil. Hallo. Ihr müsst doch mal anhalten. Okay. Die laufen ziemlich scheiße weg. Ich habe drei Stück nicht geschafft. Nein, 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 das funktioniert einfach nicht. Ja, ist gut. Ich habe gemerkt, dass ich zeitlich hinterher hing. So, nochmal. Ja. Also den kriegen wir schon mal. Hallo. Okay, eins, zwei. Mann. Ja. Der dritte. Geh doch weg. Okay, den noch, komm. Mann. Oh. Willst du es weiter versuchen? Ja, muss ich ja, sonst ist das Spiel vorbei. Oh, Violetti. Oh, Violetti. Ich hasse das, wenn er das sagt. Ja, der ist weg. Oh, geil. Ich weiß zwar nicht, warum ich den gekriegt habe. Sehr gut. Ja, geil. Ach, guck mal. Jetzt habe ich irgendwie die höhere Reichweite oder was? Oder ist das Spiel wieder nett zu mir? Mein Gott. So. Okay. Da ist noch einer. Scheiße. Hallo. Oh. Was? Der hat gereicht. Du Sack. Komm her. Oh, das habe ich doch geschafft. Das ist doch unglaublich. So, der auch.
Okay. Einer noch. Wo ist er? Okay, hab ihn. Na, endlich. Auch ein blinder Drache findet mal ein Kaum. Ja, danke. Du Penner, ey. Komm hierher. Das ist gar nicht so einfach. Halte beim Erscheinen der einzelnen Attrappen Dreieck gedrückt, um sie mit deinem Eisbrocken zu frosten. Das ist geil. Also mit dem kann ich auch was werfen. Du musst 10 Attrappen treffen. Okay. So. Ah, cool. Das ist wie so ein Schuss. Das ist ziemlich geil. Wie so ein Maschinengewehr. Das ist richtig geil. Schau mal! Ach, schau mal! Hier drüben. Verfolge die Attrappen, drücke und halte anschließend Dreieck gedrückt, um die Attrappen mit deinem Eisbrocken zu frosten. Okay, das ist ja. Also hinterherlaufen. Achso, und dann besiegen. Okay. Okay. Sehe nichts. Auch gut. Jo, alle drei. Ja, geil. So ein Dreierpack. Ja, ja, genau so. Gut. Wunderbar. Hier lang. Oh, Violetti. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier! Hallo! Achso, ich soll in die Mitte schon wieder. Entschuldigung. Hallo, Sparks. Achso, ja, jetzt muss ich. Ja, genau. Jetzt muss ich die Kleinen wieder alle töten und meine Energie aufladen. Genau, das kenne ich schon. Und wenn ich dann voll bin, R2 drücken und dann wieder die Eismacht. Ja, ich kann die jetzt auch so umbringen. Das ist ja eigentlich egal. Das wäre für mich gut, ne? So, jetzt kommt nämlich gleich der große Haufen. Ha! Ich mag das mit dieser Superbombe. Du hast das Element Eis gemeistert. Das schaffen nur wenige. Ja, wahrscheinlich gibt es noch Wasser, denke ich mal, irgendwann. Und ich denke auch, wenn wir alle Elemente haben, wird noch eine große Welt kommen für Cinder. Könnte ich mir vorstellen. Das heißt, ich müsste mich echt sputen, wenn das in diesem Tempo weitergeht. Dann müsste ja die nächste Aufnahme mit Dave und dann mit Rick könnte schon die letzte vielleicht sein. Okay, also ich darf nicht zu viel mehr aufnehmen. Wie es aussieht. Aber gut, das ist auch die letzte Aufnahme jetzt, die wir zusammen machen. Gut. Hallo? Was genau meinst du damit, Ignitus? Ja, deine Hypothese ist faszinierend, aber auch äußerst verblüffend. Hä? Er sagt, er weiß nicht, wovon er da redet. Mann, ich verstehe echt nie, was er sagt. Ich will sagen, dass Cinder die Kräfte der Wächter nutzt, um ein Portal zu entriegeln, das nie geöffnet werden darf. Warum? Was ist hinter dem Portal? Das ist jetzt nicht wichtig für dich. Wichtig ist, dass du nach Munition umkommst und Terrador befreist, ehe sie aus seinen Kräften einen weiteren Kristall schafft. Und ehe der Vulkan, explodiert. Das reicht, Voltier. Wir haben genug Zeit. Genug Zeit. Zeit? Wir brauchen noch mehr Zeit, um schreckliche Dinge zu erleben? Warum sind wir bloß nicht in Hochkap geblieben? Da bin ich wer. Hör auf zu meckern, Sparks. Vielleicht gibt es in Munition, um auch einen Stamm für dich zu retten. Ja, aber der erste Stamm, den man rettet, ist immer was Besonderes. Du weißt schon. Munitionum klingt wie so ein ausgedachtes Dorf bei Asterix. Da gibt's ja auch Barbarorum, Aquarium, Kleinbonum, Laudanum. Und Munitionum würde da auch gut hinpassen. Allerdings klingt das so, als wäre das irgendwie so ein ja, Militärlevel, sag ich mal. Also viel mit Schusswaffen und so, könnte ich mir jetzt vorstellen. Warum sollte es sonst Munitionum nennen? Munitionum ist eine Insel. Dort befindet sich der aktive Vulkan Ovigro, der das Leben auf der Oberfläche sehr schwierig gestaltet. Oh.
Die Einheimischen wurden gezwungen, die Metalle abzubauen, aus denen Cinder die Waffen ihrer Armee schmiedet. Wie heißen die Einheimischen? Sie heißen Mann sind wir klein. Okay, muss ich das aufschreiben? Es heißt, dass Cinder Terrador irgendwo in den Minen festhält. Wir wissen, dass sie mit ihm den letzten Kristall antreibt, den sie zur Portalöffnung braucht. Befreit ihn, bevor ihr das gelingt. Oh, wie groß. Ja, sehr groß, aber keine Zeit für Sightseeing, Sparks. Jetzt wird es ernst. Los jetzt! Oh nein, nicht schon wieder! Mann, sind wir klein, heißt das Volk. Ich würde mich mal dafür interessieren, wie das im Englischen hieß. Oh, we are little? Nee, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Das haben sie bestimmt ganz geil übersetzt. Boah, ich kann alles kaputt machen. Den darf ich nicht? Okay. Ja, aber guck, was es hier so viele Gegner gibt. Es geht ja direkt hier los. Ach, Affen haben wir auch wieder. Schön. Ach, wie ist das denn? Ich kann die in Schneebälle einfrieren. Das ist ja mal geil. Okay, das kaputt machen? Auch nicht. Das ist ja geil. Aber ich behalte den Eisatem mal im Moment. Das ist ganz witzig mit den Schneekugeln. Die werden zu Schneebällen. Also dann. Oh, dann kann man so schön da in die Glut schießen. Das ist natürlich geiler Instant Death, ne? Also, das finde ich super. Okay, nehmen wir uns das hier noch mit. Ist das. Das kann ich kaputt machen, diese Schubkarre hier. Kann ich da rüber? Ja, das sind noch Sachen. Die möchte ich auch haben. Aber man, allgemein finde ich ja Lava-Level immer so ziemlich cool eigentlich. Aber das sieht schon cool aus mit diesem Lava-Fluss hier und dem Vulkan im Hintergrund. Das mag ich, hat was. Kann ich mit Eis wohl nicht kaputt machen? Das doch kann ich. Ach, das Teil macht mich kaputt, dass ich jetzt ist. Okay. Wow, ich find's irgendwie cool. So, ich muss, glaube ich, hier irgendwo in der Höhle rein, ne? Wo war das? War das hier? Nee, wo war das jetzt? Da oben muss ich hoch. Jetzt sehe ich's, okay. Okay. Hi. Das wird nichts. Es ist nicht immer mit den Schneekugeln, ne? Manchmal. Ah, nur die kleinen wahrscheinlich. Und die etwas größeren hier, bei denen geht das wohl nicht. Kann ich. Nee, ist eine Katze nicht. Ich wusste gerade nicht, ob ich mich bewegen kann oder. Das ist eine Rutschpartie. Für was Neues. Nee. Oh, da ist wieder ein ganz dicker. Na toll. Was macht der. Ach so. Ach, kleine Kampfarena wieder. Ja, natürlich, mein Freund, ne? Pass mal auf, ich komme mal zu dir. Darf ich? Da! Schade, ich dachte, ich krieg den mal eben platt. Wäre jetzt schön gewesen. Aber ich glaube, das soll ich auch nicht, oder? Soll ich das? Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. Das ist gut, Spyro. So, dann wollen wir doch mal wieder hoch. Höp. Ich fliege einfach. Ich segel mal ein bisschen. Ich gleite. Ich gehe runter. Ich gehe runter. Das ist so geil. Mit den Schneekugeln. Ey! Du Sack! Ja, kommt mal alle her. Ich mach euch zu Schneekugeln. Wo seid ihr denn? Da. Alle weg? Wow. Ach,
zerbrennen die gar nicht mehr. Doch. Ich weiß nicht, kommt der Dicke hier noch runter? Wahrscheinlich kommt der Dicke hier noch runter, ne? Also, wäre natürlich. Aua, wenn du dich gegenschubst hier. So, weg da. Kommst du runter? Das sind normale. Ich dachte drin. Naja, das sind die mittleren. Ich drücke mal den falschen Knopf, verdammt. Ne, das sind normale. Ha ha ha!